Nachwuchs in der Arche Warder. Fridolin, so heißt der kleine Puitu-Esel-Nachwuchs, der am 1. März in der Arche Warder zur Welt kam. Der kleine Esel erfreut sich ebenso wie die Eselstute Mama Pauline bester Gesundheit. Tierpfleger Thomas Petersen hatte eigentlich erst in 14 Tagen mit Nachwuchs gerechnet. Nun ging aber alles doch sehr schnell, denn Fridolin hatte es plötzlich sehr eilig. Umgeben von seinen Nachbarn, den ungarischen Steppenrindern, dem Angler-Sattelschwein, wo sich ebenfalls Nachwuchs eingestellt hat, den bunten Bentheimern, dem chinesischen Maskenschwein, roten Neuseeländern und der Thüringer Waldziege wird Fridolin behütet von Mutter Pauline und seinem stolzen Pfleger Thomas Petersen zu einem stattlichen Hengst heranwachsen. Also das ist hier unsere Pauline, ne? Die ist eine gute Zuchtstute und die hat unverhofft den Fridolin. Wir haben erst mit Fridolin in 2 Wochen gerechnet, aber die hat dann ganz toll aufgeäugert und dann hat sie einfach sich gedacht, sie macht jetzt immer den kleinen Fridolin, der steht hier gerade noch. Ne? Und dann mussten wir sie halt in den Stall, bei dem Wetter, das können die kleinen Esel nicht so ab. Ne? Die haben doch keine Unterwolle und wenn die einmal Schlagregen kriegen und dann kommt der Wind dazu, da hat man ratzfatz eine Lungenentzündung und das wollen wir ja nicht. Deswegen muss Fridolin jetzt bei dem Schiedwetter im Stall bleiben. Ne? Und hier befinden wir uns noch in der Wurfbox. Die Stute wird nachher noch umziehen. Da hinten ist schon eine freie Box. Da kommt dann die nächste tragende Stute rein und wir haben da oben ein Kameraüberwachungssystem und die Tiere werden dann hier immer nachts überwacht, dass dann nachts alles gut geht bei der Geburt. Und wie heißt der Vater? Der Vater heißt Prosper de Park. Das ist ein Zuchthengst aus Frankreich. Den haben wir uns damals mal aus Frankreich geholt, weil mein Chef extra nach Frankreich gefahren hat, noch einen Zuchthengst für den Tierpark eingekauft. Ja, das ist der Vater. Ja, so eine Eselgeburt, da sagt man mal, na Mensch, wie lange brauchst du eine Stute? Das geht innerhalb von 40 Minuten, muss das schon vorbei sein. Sonst ist da irgendwas im Argen. Ne? Also so ein Fohlen kommt immer mit den Beinen, Vorderbeinen zuerst zur Welt. Also die machen quasi einen kleinen Kopfsprung. Und das hat Fridolin ja auch gemacht. Also der war noch halb in der Mutter drin, da strampelt er schon mit den Vorderbeinen und wollte raus. Und jetzt schläft er gerade. Ja. Nordhoff auf Facebook wünscht Fridolin ein langes und glückliches Leben.